Sophie, der Zählen von Jankel. Jankel? Den habe ich doch gerade eingerufen. Jäger von 17 Uhr. Ja, jeder geht zum Militär. Herr Rott, jetzt habe ich schon. Mal kommen. Das ist die erste Einberufung. Und schreit. Abrieffalle zu. Widerspruch dulde ich nicht. Du hast mir geschrieben, Generation. So hat mich ja noch niemand genannt. Du weißt bloß meine Eltern, meine Nummer. Das reicht doch. Aber du kannst mich doch gar nicht. Du bist eh nur Kanonenfutter für uns. Ich bekomme eine Pto. Das ist die erste Freistellung. Eine Freistellung? Ein Feigling bin ich. Kein Rambo. Feigling, sagst du? Von Gewerbe. Renn ich weit, weit weg. Keine Faszination für Macht. Uniformen sind nicht meine Farbe. Naja, Aprikot waren wir hier nicht. Zu viel Männer ist mir zu viel Druck. Bist du ein Mädchen? Befehle akzeptiere ich doch. Niemals. Das kann ich mir vorstellen. Die Fragen habe ich immer gefragt. Das weiß ich von deiner Lehrerin. Ich spielte Klavier und Flaute mit Mädel und tanzte mit sie in der Nacht. Tanz mit mir, die Rösche. Ich? Tanzen? Du bist wohl verrückt. Es wird dir gut, ein bisschen locker zu sein. Ich bin hier, um Einberufung zu schreiben. Als zweite Zavis gekommen. Das ist die zweite Einberufung. Aber die Adresse ist anders gewählt. In Deutschland haben wir leider keinen Zugriff auf. Ja, er spielt in Berlin, in die Landsaal, mit den gläsernen Spuche und auch mit Christian. Er schreibt von dort ein Zettel. Ich will ein freier Mensch bleiben. Nur die Gedanken sind frei. Ich soll dir nicht so wie mir erinnern, warum du bist ein bisschen knack im Kopf. Ich will das nicht hören. Ja, ich hab gedacht, dass du mir sicher eigentlich nicht hören. Ich bin kein Sklave, so kein Moller. Ah, er ist religiös. Ich bin nicht gehorsam, das weiß jedem, der mich doch kennt. Stimmt, ich habe 40 Briefe bekommen, die das bescheinigen. Alles ist knapp, nur der heilige Teurer zu seiner Gesundheit. General schön zum Prost. Lefeil! Du wie ich, wir leben hier und hier. Jetzt ist aber Schluss!